Eine Reise, die über Worte hinausgeht, Prolog Teil 2. Was wirst du entdecken, wenn du in die Welt von Ein Kurs in Wundern eintrittst? Du wirst entdecken, dass deine wahre Natur als Geist, als eine Vorstellung im Geist Gottes existiert. Als solche bist du Teil von Gott und kannst unter keinen Umständen jemals von ihm getrennt werden. Als Teil von Gott bist du mit der schöpferischen Kraft des Universums ausgestattet. Es gibt tatsächlich nichts, was du unter Anwendung dieser Kraft nicht tun könntest. Des Weiteren ist es Gottes Wille, dass du die Kraft ohne Grenze oder Beschränkung nutzt, um Freude zu erzeugen, die sich automatisch auf die ganze Schöpfung ausdehnt. Du wirst lernen, dass sich Schöpfung immer in eine Richtung, in Klammern nach außen, Klammer zu, ausdehnt. Die Schöpfung kann sich nicht umdrehen und seinen Schöpfer ändern. Dieses bedeutet, dass du als der Sohn Gottes die Richtung der Schöpfung nicht umkehren kannst, dass du Gott nicht verändern kannst oder das, was er erschaffen hat. Die einzige Begrenzung deiner absoluten Schöpferkraft ist, dass du Gott oder das, was er erschaffen hat, nicht verändern kannst. Und das schließt dein Selbst mit ein. Du bist, wie Gott dich schuf, und so musst du bleiben. Du bist sicher eingeschlossen in die Arme Gottes, um immer dort zu bleiben. Es gibt keine Kraft im Universum, die etwas dagegen tun kann, um diesen Tatbestand zu verändern. Ich habe die Tatsache, dass wir unverletzlich sind, schon erwähnt. In der Praxis bedeutet dies, dass in der Schöpfung keine Kraft existiert, die uns etwas gegen unseren Willen antun kann. Da unsere schöpferische Kraft im Innern liegt, ergibt sich direkt daraus, dass wir der Erschaffer von allem sein müssen, was wir erfahren. Der Kurs sagt ganz direkt aus, dass keine Ereignisse zum Sohn Gottes in Klammern zu uns kommen können, Klammer zu, außer durch seine eigene Wahl. Wenn du erst einmal diese Wahrheit innerhalb der Welt von Ein Kurs in Wundern erfahren hast, wird sie für dich eine Tür zu Freude und Freiheit sein. Sobald du erkennst, dass du der Schöpfer deines eigenen Lebens bis hin zum letzten Detail bist und dass alle Erfahrung in deinem Innern entsteht, verschwindet jede Tendenz oder jeder Wunsch, deine Brüder für die Umstände deines Lebens zu beschuldigen. Was mit diesem Wissen dann verschwindet, ist dein Zorn. Ohne Kampf und ohne Anstrengung verschwindet der Groll aus deinem Leben. An seinem Platz erscheint Frieden. Da jedes Wesen in seiner Unverletzlichkeit die Umstände seines eigenen Lebens erschafft, folgt daraus ganz selbstverständlich, dass du nie etwas tun kannst, um einen anderen zu verletzen. Mit diesem Wissen löst sich die Schuld in nichts auf, und als Ursache für die Schuld wird die Sünde dadurch ebenfalls aufgelöst. Der Kurs wiederholt immer wieder, dass der Sohn Gottes in Klammern, also du, Klammer zu, absolut ohne Sünde ist. Deine Freiheit und deine Unverletzlichkeit machen Sünde unmöglich. So ist die Liebe, so ist die Weisheit Gottes. Innerhalb der Welt von Ein Kurs in Wundern wirst du auch entdecken, dass Gott eins ist. Gott ist alles, was ist, und nichts existiert, was nicht Teil von Gott und Gott ist. Dieses schließt dich ein und mich und einen jeden anderen, der auf dieser Erde mit uns lebt. Auf der Ebene der Seele, auf der Ebene des Intellekts, auf der Ebene unserer Wirklichkeit sind wir alle eins, so erschaffen von Gott, um immer so zu bleiben. Innerhalb dieser Welt kommst du bald zu der Erkenntnis, dass das ganze Leben eine großartige, prachtvolle Harmonie des Daseins ist und dass dieses ein Ausdruck unserer gottgegebenen schöpferischen Kraft in Aktion ist. Wenn du erkennst, dass du wahrhaft eins mit deiner Welt bist, wird sich eine neue Sichtweise über deine Brüder und diese Welt, die wir teilen, entwickeln. Sobald du auf jeden Aspekt deines Lebens als nur einen Aspekt deines Selbstes siehst, wirst du dich ihm automatisch mit einem Mitgefühl und einer Milde nähern, die du vorher nicht kanntest. Wie der Kurs anklingen lässt, wirst du auf dieser Welt in ruhiger Dankbarkeit und friedvoll sein,
während du jede Erfahrung in deinem Leben als eine Form deines eigenen Geschenkes an dich erkennst. Du wirst die gleiche Dankbarkeit und Milde finden, die deine Augenlider liebkosen, während du in ruhigem Frieden schläfst. Immer wieder kommen die Fragen nach den scheinbaren Tragödien in diesem irdischen Leben. Was ist mit Gewalt, mit Mord, Krankheit, Tod, der Traurigkeit und den Tränen? Der Kurs hilft uns zu erkennen, dass alles ein Ausdruck der Furcht ist. Es gibt keinen Menschen, der angreift, ausgenommen seine eigene Furcht und sein eigener Schmerz treiben ihn dazu. Furcht hat seine Quelle in dem Irrglauben, dass diese Welt das ist, was wir sind und unsere Wirklichkeit ist. Sofern wir also glauben, dass wir Körper sind, getrennt und allein in Anwesenheit anderer Körper, gezwungen, das Opfer von Umständen zu sein, verflucht mit der Unausweichlichkeit des Todes, müssen wir in Furcht leben. Den Prozess, durch den wir uns mit dieser Welt identifizieren, nennt man Wertschätzung. Der Kurs sagt uns geradewegs, dass wir nichts mit Wert belegen sollen, was nicht ewig dauert. Dieses bedeutet für uns, für unsere wirkliche Natur, nicht in Verwirrung zu geraten. Wir sind Geist. Unsere Wirklichkeit ist nicht unser Körper. Wenn wir glauben, dass unser Körper oder diese Welt das ist, was wir sind, geben wir ihnen Wert. Dazu zählt auch unser Glaube, dass wir unser Körper sind, von dem wir wissen, dass er eines Tages sterben wird. Das muss zu Angst vor dem Tag führen, an dem wir, in Klammern unser Körper, sterben werden. So erzeugen wir Todesangst. Die Todesangst, tatsächlich die Angst selbst, hätte nicht entstehen können, wenn wir diese Welt nicht mit dem gleichgesetzt hätten, was wir schätzen und was wir sind. Der Kurs sagt aus, dass nichts in dieser Welt es wert ist, geschätzt zu werden. Nichts in dieser Welt ist und kann die Wirklichkeit sein, die du bist. Darum braucht der Verlust, von nichts in dieser Welt gefürchtet zu werden. In der Welt von Ein Kurs in Wundern gibt es keine Furcht. Du machst dir einfach bewusst, dass du der Sohn Gottes bist, ewig, unfähig zu sterben, absolut sicher, absolut geliebt und absolut frei. Du machst dir dann bewusst, wie der Kurs sagt, dass es nichts zu fürchten gibt. Der Kurs sagt uns, dass wir dieser Welt keinen Wert beimessen sollen. Es ist wichtig zu erkennen, dass keinen Wert beimessen nicht bedeutet, nicht zu lieben. In der Tat ist gerade das Gegenteil wahr. Es ist nicht möglich, ein anderes Sein wahrhaft zu lieben, außer dass du die Beziehung nicht schätzt. Der Grund wird klar, wenn dir bewusst wird, dass Liebe Freiheit ist, wie wir im Kurs lernen. Wenn du eine Beziehung mit jemandem besonders schätzt, dann hast du diese Person zu einem Teil von dir gemacht und du brauchst die Person. Jedes Mal, wenn du jemanden brauchst, widerstehst du automatisch irgendwelchen Veränderungen in dieser Person, die deine Beziehung beeinflusst. Im Wesentlichen möchtest du der Person, die du zu lieben beanspruchst, die Freiheit nehmen. Es ist unmöglich, einen anderen wahrhaft zu lieben, außer du gestattest der Person vollkommene Freiheit. Gott weiß das und schuf uns vollkommen frei. Wenn du nichts wertschätzt, brauchst du nichts und bist nur dann fähig, einem anderen vollständige Freiheit zu gewähren. Nur wenn du wirkliche Freiheit erlaubst, kannst du wahrhaft lieben. Weil wir eins sind, ist es nur durch Geben einer solchen Freiheit und Liebe möglich, dass du die gleiche Freiheit und Liebe in deinem eigenen Leben bekommen kannst. Die Liebe von Ein Kurs in Wundern bringt dir Freiheit und Freude. Sie vertreibt Angst ohne Anstrengung völlig aus deinem Leben. In der Abwesenheit von Furcht wirst du hinter das blicken können, was die Welt Tragödie nennt. Wenn du die scheinbaren Tragödien der Welt aus der Sichtweise des Kurses betrachtest, siehst du Wesen, die dieser Welt Wert beigemessen haben und die ihre Ängste ausagieren, während sie versuchen, den unmöglichen Traum zu erfahren,
dass sie etwas sein können, was sie nicht sind, nämlich dass sie getrennt von Gott und von anderen sein könnten. Hinter diesen Befürchtungen siehst du Wesen, die Gott frei erschaffen hat, die völlig geliebt sind, absolut sicher und die sich aus den liebevollen Armen Gottes nicht trennen können. Allerdings können sie versuchen, sich dieses vorzustellen. Nichts in dieser Welt ist es wert, geschätzt zu werden, weil nichts irgendwelche Auswirkungen auf die wirkliche Schönheit haben kann, die sie sind. Denn sie sind der Sohn Gottes und werden das immer bleiben. Wenn du beginnst, einen Kurs in Wundern zu erfahren, betrittst du eine völlig neue Welt. Es ist eine Welt der Freiheit, in der alle Wesen so frei sind, dass sie buchstäblich jedes Detail ihres Lebens selbst wählen und erschaffen. In der Unverletzlichkeit der Freiheit kann es weder Strafe noch Groll noch Schuld oder Sünde geben. Alles, was existiert, ist die Liebe Gottes, die alle Wesen gleichermaßen und völlig teilen. Es ist eine Welt des Einsseins und der Harmonie, in der alle Wesen sich über die Schöpfungen jedes anderen Seins freuen und sie ehren. Es ist eine Welt, in der alles in Harmonie mit dem Willen Gottes ist, denn nichts anderes ist, als die totale Freiheit zu erschaffen und zu sein. Es ist eine Welt, in der Gottes einziger Plan für unser Leben der freudige Ausdruck der Freiheit ist, mit der er uns ausgestattet hat. Vor allem ist es eine Welt der Freude. Gottes Wille für dich ist, ein Mitschöpfer mit ihm in diesem großartigen Abenteuer genannt Leben zu sein. In dir ist die Kraft Gottes, die dich unverletzlich macht. Weil du unverletzlich bist, bist du völlig sicher in Gottes Welt. Und weil du völlig sicher bist, bist du frei zu erfahren, was du wünschst. Solche Freiheit bringt unvermeidlich Freude mit sich. Und Freude ist der Wille Gottes für uns alle. Der schönste Aspekt der Botschaft von Ein Kurs in Wundern ist sein Versprechen, dass eines Tages jedes Wesen in Gottes Schöpfung zum vollen Bewusstsein seiner wahren Natur zurückkehren wird. Es ist nicht möglich, dass jemand für immer in Furcht und Dunkelheit bleibt. Wenn du in die Erfahrung von Liebe und Freiheit hineinwächst, bezweifle niemals, dass du lediglich auf der Heimreise bist. Zu Hause ist der Ort, an dem du ewig in Frieden, Freiheit, Freude und einer Liebe sein wirst, die weit über das hinausgeht, was du erfassen kannst.